Rapstar Capital landet nun einen Mega-Hit mit seinem Song Cherry Lady. Nach seiner Auseinandersetzung mit Dieter Bohlen, die sogar öffentlich ausgetragen wurde, entscheiden sich beide Musiker, den Beef live zu beenden. Sie reichen sich die Hände. Was dann passiert, geht wohl in die Musikgeschichte ein. Denn der Rapper Capital covert den Song von Dieter Bohlen und macht daraus Gold. Richtig gehört, denn er geht nun mit seinem Song Gold und beschenkt den Pop-Titan mit einer goldenen Platte. Auf Instagram bedankt sich nun Dieter Bohlen bei Capital. Erwarten uns in naher Zukunft etwa weitere Hits von den beiden? Bleiben wir gespannt. Auf wessen Seite wart ihr eigentlich bei dem Streit? Auf der Seite von Capital oder auf der Seite von Dieter Bohlen? Und wie findet ihr es, dass die beiden jetzt zusammen Musik machen? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Wie immer, ich freue mich auf euch.